Wachtelei gleich Tierquälerei. In immer mehr Supermärkten werden Wachteleier angeboten. Gerade zur Osterzeit steigt die Nachfrage massiv an. So werden schätzungsweise über 40 Millionen Wachteleier in Deutschland pro Jahr verzehrt. Etwa die Hälfte aller Eier stammen aus Deutschland. Doch wie werden die Tiere gehalten? Bei Edeka finden wir diese Verpackung. Bodenhaltung steht drauf. Es sind glückliche Tiere auf einer grünen Wiese und Stroh zu sehen. Wir geben uns als Eierhändler aus und fahren nach Goldenstedt in Niedersachsen zum Betrieb. Vor einer großen Halle werden wir empfangen. Man zeigt uns frisch geschlüpfte Wachteln. Ein Tier zeigt eine blutige Verletzung auf. Im Packraum finden wir die Edeka-Verpackung. Der Betreiber ist stolz darauf, dass Edeka seine Wachteleier als Bodenhaltungseier verkauft. Doch auf dem Stallboden sind keine Tiere zu sehen. Die Wachteln müssen in einem Käfig leben. Kein Auslauf möglich. Die Fenster wurden abgeklebt. Die Tiere hocken im Dunkelstall. Ihr gesamtes Leben. 10.000 Wachteln werden so hier gehalten. Abgestempelt zum Eierlegen. Mit der Verpackung im Supermarkt hat dies nichts zu tun. Mehr mit Betrug. Viele der Tiere haben Verletzungen. Sie haben sich gegenseitig bepickt. Das Leben der Tiere endet nach nur wenigen Monaten. Dann lässt die Legeleistung nach und die Tiere sind nicht mehr rentabel. Der Betreiber bekommt etwa 10 Cent pro Ei. Ein Brett im Käfig soll den Boden symbolisieren, doch eine artgerechte Tierhaltung sieht anders aus. Auch in einem weiteren Betrieb in Lübeck müssen die Tiere in einem Käfig leben. Hier werden 2000 Wachteln eingepfercht. Etwa 15 Tiere leben pro Käfig. Die Tiere haben kaum Platz, um sich aufzurichten. Auch hier sind verletzte Tiere zu sehen und auch ein totes. Da der Betreiber bereits Probleme mit dem zuständigen Veterinäramt hat, versucht er, die Käfighaltung zu modifizieren und daraus eine Bodenhaltung zu machen. So wurden kleine Plastikkisten am Käfig montiert und Pappe in die Käfige gelegt. Tierquälerei ist es dennoch. Die Eier werden über die Firma Heidegold an den Handelshof verkauft. Eine gesetzliche Haltungsverordnung gibt es nicht. Und so werden die meisten deutschen Wachteln in Käfigen gehalten. So auch in dem dritten dokumentierten Betrieb. In einer ehemaligen Schweinemast in Dahme bei Luckau im Spreewald werden 10.000 Wachteln in einem Käfigsystem gehalten. Ein Aufrichten oder Flügelschlagen ist kaum möglich. Tierquälerei, soweit das Auge reicht. Nur der Verzicht auf Eier oder noch besser die vegane Lebensweise hilft diesen Tieren und beendet die Quälerei. Jetzt aktiv werden und als Einstieg einen Tag vegan leben. Weitere Informationen unter 24vegan.de. Gegen alle Betriebe haben wir Strafanzeige erstattet.